Hallo ihr Lieben, hier ist euer Jörg. Willkommen auf meinem Kanal und heute bastel ich wieder für euch. Und hilfst du auch mit Koha? Ja? Okay. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder zu unserem Basteltag. Ich will euch heute mal ein Tier basteln, was in Regenwäldern, Sumatras und Borneos vorkommt. Das sind also Inseln in Südostasien und mal schauen, ich habe schon ein kleines bisschen was vorbereitet, weil es ein bisschen aufwendiger auch ist, aber wir fangen jetzt erstmal an mit dem Körper und dann gucken wir mal weiter. Eine glatte Fläche schaffen. Genau. Ja, vielleicht ist das für heute oder ist das heute der letzte Außendreh. Falls das Bild ein bisschen verwackelt ist, könnte es daran liegen, dass Mirko ein bisschen zittert, weil es schon so kalt ist. Ja, das ist. Es wird ja Herbst im Lande. Es wird ja immer kälter und auch nasser draußen. Es ist nun mal Herbst und da bringt natürlich auch Nässe und Kälte mit sich. Und da müssen wir dann einfach reinziehen. Gab es bei dir schon Kürbissuppe, Mirko, diese? Nein, noch nicht, aber in Planung. Aber bei dir heute Abend, wie es aussieht, oder? Nee, die gab es schon letzte Woche. Ja, und heute Abend. Du weißt doch, dass da nicht für mich übrig bleibt. Ach so. Ich habe schon zwei hungrige Erdmännchen am Gitter gesehen. Ja, diese Tierart, die gehört zu unseren nächsten Verwandten mit. Wie gesagt, es gibt da insgesamt drei Unterarten, aber die bekanntesten sind eigentlich der Sumatra-Orang-Utan und der Borneo-Orang-Utan. Und den ich heute baue, das wird wahrscheinlich ein Mischling aus beiden. die Borneo-Orang-Utans, die sind also, kennen die Männer schon etwas schwerer dann als die Sumatraner. Also die Gewichte liegen bei denen in der Regel so, also die Weibchen so um die 50, 60 Kilo und die Männer, die können schon bis 90 Kilo schwer werden. Unter Gefangenschaftsbedingungen werden die manchmal sogar schwerer. Ja. So, das können wir erstmal so lassen hier. Jetzt müssen wir das hier drauf bringen. Ich versuche jetzt mal so, die bauen sich ja in der Regel nachts Schlafnester in Bäumen, also die leben eigentlich hauptsächlich auf Bäumen. Falls es gerade ein bisschen lauter ist, wir sind ja ein bisschen in der Einflugschneise vom Flughafen Leipzig. Ich lasse das erstmal fix vorbei, das Flugzeug. Genau. Ich finde, wir sollten nachts drehen. Aber nee, dann ist er wieder. Da fliegt der Herr L, können wir auch nicht machen. Was? Was, die wir unterhalten uns. Genau, mach weiter. Und die sind, wie gesagt, hauptsächlich baumbewohnt, kommen selten runter. Wobei die Borneo-Orang-Utans, also das sind die Männer, dann gehen schon auch mal auf den Boden und bewegen sich auch auf dem Boden. Bei denen ist natürlich der Vorteil, dass die nicht so einen großen Feinddruck haben. Die Sumatraner, da lebt ja auch der Sumatra-Tiger, der auch einen Feind darstellt vom Orang-Utan, wenn der jetzt auf den Boden käme. Ne? Und
Ja, dann hast du natürlich dann noch eine Nebelpotterart, die auf beiden Inseln vorkommt. Und die versuchen natürlich auch mal so einen jungen Orang-Utan zu haschen. Ja. Auf jeden Fall hat der Jörg keine Kosten und Mühen gescheut, um das Bastelequipment für dieses Tier zu organisieren. Bis ins Erzgebirge ist er gefahren. Ja, das stimmt. Bist du öfters mal dort, Erzgebirge, oder? Ich im Erzgebirge. Ja, also manchmal gehe ich mit meinem Freund Mirko wandern und dann sind wir auch im Erzgebirge zum Wandern. Das ist auch ganz cool. So, jetzt Und muss ich erst mal. Dezember immer. Hier habe ich schon ein kleines bisschen was vorbereitet. Jetzt muss ich erst mal gucken hier. Ja, und dann machen wir natürlich auch im Dezember die Mettenschicht mit im Erzgebirge. Das ist auch immer schön. Also es ist ja vom Bergmannsvolk. Sagt man das so, Mirko? Naja, so ähnlich. Bergmannsverein, ne? Vom Bergwerksverein. Bergwerksverein, genau. Aber wenn wir das Bergmannsvolk schon ansprechen, grüße ich an der Stelle mal meine Familie, die gestern mit einer unglaublichen Hingabe und Inbrunst das Steigerli gesungen haben. Vielleicht haben wir davon auch mal ein Video, wo der Jörg mitsingt. Ja, du weißt, wie schlecht ich singen kann. Das war schön. Ich erinnere bloß daran, was Stefan mal zu mir gesagt hat, wo der 4 Jahre alt war, wo ich ihn ins Bett schaffen musste. Und Nicht musste, wollte. wollte, ja, weil du nicht da warst. Und dachte ich, da singst du auch was für meinen Sohnemann. Und dann nach der ersten Strophe, da sagte er dann, oh Papa, kannst du aufhören, ich schlafe schon. Und dann habe ich immer letztendlich dann bloß noch vorgelesen. Diplomatisch ausgedrückt vom Stefan. Ja, super. Ja, Mit 4 Jahren. Jörg kann viel, aber singen gehört nicht zu seinen Kernkompetenzen. Genau. Kenne ich. Ja, und die Orangs, die ernähren sich also hauptsächlich von Früchten. Und ja, aber ansonsten so, wie gesagt, das sind ja, gehören ja zu Menschenaffen. Und die Menschenaffen gehören ja wiederum auch wieder zum nächsten Verwandten unserer Art, unserer Rasse. Und also die Weibchen, die kriegen ja auch in der Regel nach einer Tragzeit von 8 bis 9 Monaten immer eh Jungtier. Es sind ganz selten, dass mal Zwillingswürfe zur Welt kommen. Und die Jungtiere, die sind also auch lange bei der Mutter, ne? Also die leben schon so. Also die werden so mit 5 bis 7 Jahren werden die erst entwöhnt. Na, und mit 7 Jahren gehen die dann meistens ihre eigenen Wege. Na. Aber halten oft auch Kontakt zur Mutter. Die Sumatra-Orang-Utans, sie sind auch noch ein bisschen anders veranlagt als die anderen Menschenaffen, weil die doch eher einzelgängerisch leben. Also hast du dann höchstens dann Mutter mit Jungtier, na, die dann zusammenleben. Es tun sich auch manchmal 2 Weibchen zusammenschließen, na, die dann eben ihre Kinder auch gemeinsam großziehen, aber das ist relativ selten. Und ich habe letztens mal gelesen, dass die auch dadurch auch, die nutzen wenig an Werkzeugen, also die anderen Menschen auf dem Arten, wie Schimpansen und so, die nutzen ja viel Werkzeug, also wie zum Beispiel Schimpansen, die jetzt einen Stock nutzen, um irgendwo aus Löchern Termiten rauszuholen, um die dann abzulutschen von dem Stock und so. Das machen die Orangs nicht ganz so, die sind da also nicht ganz so firm, muss man sagen, in dieser Hinsicht. Aber einen gewissen Anteil an Werkzeug nutzen die natürlich auch, zum Beispiel mal einen Stock zu nutzen, um sich mal auf den Rücken zu kratzen oder so. Na, das schon. Aber liegt wahrscheinlich auch daran, wenn du jetzt in einer Gruppe lebst, die kleinen Schimpansen zum Beispiel,
die lernt das ja durch Beobachtung, wie man jetzt sowas nutzt, so Werkzeug. Und dadurch, dass die das jetzt wenig weitergeben können, die Orangs, an ihre Nachkommen, ist wahrscheinlich die Werkzeugnutzung auch weniger der Fall. Ne? Also das ist ja ein langer Lernprozess für die Tiere. Ne? So, dann müssen wir mal hier. Zeig mal von vorn. Oh, scharf. Ja, da war das noch. Da ist ein bisschen verschoben, aber das geht schon. Das kriegt man schon hin. So. Die Tiere hast du noch nicht in freier Wildbahn gesehen, oder? In der Ecke warst du noch nicht. Nee, das habe ich nicht. Die habe ich noch nicht gesehen. Die sind doch bestimmt auch bedroht, oder? Die sind sehr stark bedroht. Also einerseits natürlich auch durch die Abholzung der Urwälder. Man hat natürlich in den letzten Jahren viel Schutz den Tieren zugutekommen lassen. Aber dadurch, dass die sich ja auch nicht, also wie Mäuse vermehren, so gesagt, ne, sind natürlich auch sehr stark bedroht und es wird ja immer noch auch dort gewildert, ne? Also weil die dann auch gerne als Haustier verhalten. Ne? Und deswegen haben sie wirklich einen großen Bedrohungsstatus. Und das andere Problem ist, wenn die dort diese Wälder roden, die Tiere, die kommen ganz, also wirklich ganz selten auf den Boden nur. Ne? Und das bedeutet, dass die solche großen Schneisen nicht überqueren. Das bedeutet auch wiederum, dass letztendlich dort nicht Tiere mehr zueinander können, ne? Wenn die dort große Schneisen in die Urwälder reinhacken. Ne? Und das ist ein großes Problem eben auch. Ich glaube, die neue Gartenschere gibt es doch schon Weihnachten. Der nächste Geburtstag ist noch so lange hin. Also die Ohren beim Orang, die sieht man eigentlich kaum. Na, das ist, ich mache die mit dran, aber da ist, die haben ganz langes Fell darüber. Ne? Und da siehst du die Ohren wirklich ganz, ganz, ganz wenig bloß. Ja.
Zieht es ja nach vorne. Was ist denn das für eine Kacke? Das soll nicht passieren, dass der nach vorne zieht. Ach, das hat sich aufgespalten, deswegen. Sehen, ob ich das noch hin. Schimpfst du? Ja, das ist nicht so optimal, wie das gerade läuft. Kannst du den derweil schon mal zu uns umdrehen, dass wir den sehen? Wir müssten wirklich von vorne. Es ist ein gewisser Spalt zwischen Schädel und Maul. Also man muss ihn richtig von vorne sehen. Aber das kriege ich nicht besser hin, weil die Kürbisse, der ist relativ weich, dieser Kürbis hier oben. Ja. Oh, wie nennt man den? Kriegt der einen Namen? Ja, da kannst du ja mal ihn einfallen lassen. Na cool. Ich muss ihn aber jetzt erstmal umdrehen, weil ich brauche das. Loses Mundwerk stellen wir heute wieder. Ja, denn ihre Hinterbeine, die sind relativ kurz, ne? Und die sind auch meistens so ein bisschen nach innen gedreht. Das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, weil die Möhren, die kriege ich natürlich nicht ganz so einfach jetzt so hin. Die Arme dagegen sind wirklich sehr, sehr lang und ja, und die haben also wirklich, wenn die sich mal ein bisschen schneller, die sind ja im Ästen, wenn die in den Bäumen sich bewegen, sind die ja relativ langsam. Na, die laufen auch mal durchaus auf dem Ast, aber ansonsten ist es eher so ein Hangeln. Na. Und da haben die durchaus Reichweiten bis 2,25 Meter vom Arm, wenn die so schwingen. Ne? Das ist schon also beeindruckend, muss ich sagen. So. Jetzt muss ich überlegen, wie wir das am besten lösen jetzt hier. Das sind die Hände, oder? Ja, das wären die Hände. Die haben ja sehr lange Finger und auch Zehen. Wobei immer der Daumen quasi, der ist relativ hinten, weit hinten angesetzt. Also ähnlich wie bei unserer Hand. Ne? Also wenn du es so nimmst, hier so sind die, also die Hände sehen eher menschenähnlich aus. Ne? Der Daumen ist weit hinten, direkt am Gelenk angesetzt. Ne? Und die anderen Finger nach vorne gehend. Ich habe die jetzt bloß ein bisschen eingedreht, weil die Füße so gedreht haben. Meistens nach innen. Und die müssen wir jetzt hier noch verbinden. Es ist mir unbegreiflich, wie man auf solche Ideen immer kommt. Na, du kommst da nicht drauf. Nee, ja. Eben. Das sehe ich ja hinter der Kamera nicht drauf. Nee, das ist. Haben die nicht auch ganz viel Haare? Ja, die kriegen auch Haare. Und die habe ich ja als Erzgebirge mitgebracht. War schon extra ein bisschen sammeln gewesen. Die Haare? Die Haare, das ist also, ich stelle natürlich Gras da, ne? Das ist ganz klar. So, das sieht schon erstmal gut aus, das Bein. So, was ist das andere? Kannst du mal sehen, was es im Erzgebirge alles gibt? Haare vom Orang-Utan. Mhm.
Nur gut, der Himmel wird schwarz. Was machen wir, wenn es regnet? Wir holen uns einen Schirm. Das ist eine gute Idee. Die Kamera muss ja geschützt werden. Ne? Das fängt schon an, merke ich gerade. Wir sind doch Bewohner vom Regenwald, oder? Genau. Weltuntergang. Es will heute einfach kein Wetter werden, ne? Was sagst du? Ich sage, das will heute einfach kein richtiges Wetter werden. Regenwald halt, ne? Ja, es ist wirklich regenwaldmäßig. 20 Grad mehr wäre schöner. Oder 15. Nurko sagt gar nicht mehr, Nurko ist eingefroren. Da friert, genau. Mirko, hast du nicht oft gegessen am Wochenende? Erst eine Hagelpause, dann eine Regenpause. Was ist denn hier los? Ich weiß es nicht. Das habt ihr bestimmt mitgebracht aus dem Erzgebirge. Nee, da schien die Sonne heute früh. Boah, das steht alles unter Wasser hier. Das hat so dolle gegossen jetzt. Erst graubelt es, jetzt regt, dann hat es dolle gegossen. War es wirklich, also wenn es jetzt noch warm wäre, dann würde man sich wirklich wie ein Regenwald fühlen. Ne? Und ja, dann würde sich der Kumpel wahrscheinlich auch wohler fühlen, aber es ist eben scheiße kalt draußen. Ja, da Tränen in den Augen, der Kleine durch den Regen hier. So, wunderbar. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Das habe ich nämlich hier. Das wird eigentlich, da haben wahrscheinlich auch die Leute gedacht, ne, da ruppt all das Gras raus. Ne. Hat bestimmt einen Laufen oder so. Aber das ist zum Basteln ist das natürlich optimal. Ne. Normalerweise haben die ja so rötliches Fell, Orang-Utans. Das kriege ich natürlich jetzt nicht hin, ne, mit rötlichem Fell. Aber ich wollte wenigstens so ein bisschen die Simulation des Fells machen. Jeder Orang-Utan hat ein anderes Gesicht, das ist genau wie jeder Mensch ein anderes Gesicht hat. Und jeder hat eine eigene Frisur. Ne? Also da kann man jetzt nicht irgendwie dran festmachen, der sieht jetzt vielleicht blöd aus oder der sieht jetzt hübsch aus. Oder die sind also wirklich von der Frisur völlig verschieden. Ne? Die männlichen Tiere, die haben ja dann meistens noch solche Backenwulste, die dann auch, also gerade die Borneo-Orang-Utans, die haben dann auch noch riesengroße Kehlsäcke, die Männer. Na, und diese Backenwulste, die, ja Mirko, ja Mirko, genau so. Die Backenwulste, die wachsen bei den Männern auch das ganze Leben lang. Ne? Manche klappen da auch nach vorne ins Gesicht. Und ja, wie gesagt, da hat jeder so sein individuelles Gesicht eben. Ne? Ich versuche das jetzt auch mal so ein bisschen hinzukriegen. Hat er dich gerade mit einem Borneo-Orang-Utan verglichen? Ich habe mich gemacht. Ich glaube, das war das letzte Video. Du hast so gelacht, deswegen. Weil das Gesicht der Orangs ist immer nackt, ne? Also. Gucken die noch nicht an, hey, das sieht dann doof aus, wenn du schon halbfertig bist.
Nämlich auch noch ein bisschen schneiden hier, ne? Mein Freund. Guck mal, Friseur kann er auch, ne? Ja, ne? Feig, ne? Ein Feig, ja. Boah, das hat Jogi, wir sind neugierig auf ja, das hat geregnet wie verrückt. Warte mal. Ordnung muss sein. So, passt auf. Also das ist jetzt, der wird noch gefüllt. So, und passt auf jetzt, guckt euch mal den Typen an hier. Oh Gott, ich gehe kaputt. Ist der süß? Hä? Den kriegen nicht die Erdmännchen, den will ich behalten. Der sieht doch cool aus, oder? Ja. Ja, ich hoffe, dass es auch Leuten gefällt. Und ja, das war auch ein Wunsch von Leuten, mal einen Menschenaffen zu bauen. Und ich denke, so ein Orang, das ist schon mal cool. Ja, gefällt mir ausgesprochen gut. Ich denke, das habe ich ganz gut hingekriegt. So, siehst du, aber frei. Aufräumen wir, Tisch immer abkehren oder was? Ja, das muss sauber gemacht werden hier und das Brettchen gesäubert und ich muss dann Hände waschen. So. Lecker, 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 hä? So. Wir wurschteln jetzt erstmal die ganzen Mehlwürmer auf. Alles gut, Stanley. Hm? Alles gut. Sieht das von oben aus, ne? Genau. So. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, die haben noch eine ganze Ecke Spaß. Das sieht gerade aus, wenn er einen dicken Bauch hat hier, der Orang. Aber es ist der Selly. ja, wünsche euch noch viel Spaß, bis schon beim Schauen. Und bis dahin erstmal, euer Jörg.